Yo, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf SKK. Oh mein Gott! Wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ein Duell das zwischen beste uns beiden. Format auf ganz YouTube, Leute, ihr kennt es. Was haben wir uns überlegt für heute? Was steht heute an, Mann? Der leckerste Döner der Welt am Markt! Der leckerste Döner der Welt, Leute. Ich gegen Habib und wir wollen nicht viel reden. Ich würde sagen, Habib, auf einen guten Kampf. Let's go. Boxen wir uns jetzt? Ja, kann man so sagen. Echt raus, Alter. Hab es auf Bewährung, Leute, wir müssen hier raus. Leider durften wir in einer anderen Filiale nicht filmen. Wir mussten durchziehen, wurden rausgeschmissen, die wollten die Bullen rufen und ich bin auf Bewährung. Wir werden jetzt zum anderen. Film mal Erkan. Hey, Erkan, hi. Hi. Shit, man, shit. Ja, Leute, wir fahren jetzt zum anderen Supermarkt und danach muss ich Habib mal kurz zeigen, wie man einen richtigen Döner macht. So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier im anderen Supermarkt und ich würde jetzt sagen, Leute, wir wollen nicht viel reden. Entschuldigung, Flo. Ja, ich würde sagen, Habib, ich werde hier den besten Döner auf jeden Fall machen. Komm, das wird mir hier ein bisschen zu bunt, Alter. Ich hab's eilig. Komm, Nathan. Wir zeigen Ihnen mal jetzt hier, wer hier den leckersten Döner macht. Der leckersten Döner der Welt. Hast du deine Sachen, Ali? Ja. Was hast du eingekauft? Gleich gehen? 2-in-1 Massage. Okay, was brauchen wir zuerst? Was würdest du eigentlich für einen Döner machen? Ich esse erst seit locker, seitdem ich auf der Welt bin. Ich war noch nicht mal geboren, ich habe Döner gegessen, weißt du? Ja, aber was? Ich weiß nie, was da wirklich reinkommt. Also du, eigentlich gehören Socken manchmal dazu. Weißt du? Ja. Ich habe mir hier ein bisschen Verstärkung geholt. Er gehört zwar zur Jury, aber er wird mir jetzt so ein bisschen helfen beim Tragen und so. Er hat sich schon etwas gekauft, das wollen wir lieber nicht in die Kamera zeigen. Und Du musst ernst einen Blick machen, Bruder. Die dürfen uns nicht Spaß machen. Und ja, ich würde sagen, Nathan, komm mit! Was auf keinen Fall fehlen darf, der Jute-Salat, ne? Bestandteil eines Döners. Ich habe mir ehrlich gesagt erstmal überlegt, Leute, dass ich Brot vom Dönermann kaufe. Fleisch auch vom Dönerladen, Alter? Fleisch vom Dönerladen einfach holen? Was will Habib machen, Digga? Wir haben keine Regeln, also hole ich Fleisch vom Dönermann. Die erste Zutat, die wir brauchen, ist natürlich Salat. Packen wir. So, direkt zur nächsten Zutat. Für einen Döner brauchen wir auf jeden Fall noch Sauerkraut. Sauerkraut. Krautsalat meinst du? Krautsalat. So, Freunde, Krautsalat. So, das nächste, Leute, ganz klassisch, ihr wisst Bescheid. Gurken, Tomaten wären auch nicht schlecht. So, Tomaten. So, Leute, Dönerbrot, ganz klassisch, oldschool. Ladenbrot. Was man auch nicht vergessen darf, sind Zwiebeln. Zwiebeln gehören auch mal zum Döner dazu. Ah, ist Zwiebeln, Bruder. Er sagt genau, ich brauch Zwiebeln und geht nachher da vorbei. Scheiße. So, Zwiebeln, meine Freunde. Digga, Habib, sag mal ehrlich, Digga, was suchst du eigentlich? Digga, etwas, das fehlt mir, aber ich komme einfach nicht drauf. Was ist Digga, hier ist Joghurt, was willst du hier finden? Das ist ganz wichtig, Mann. Guck einfach. Da. Was ist da? Da, Bruder. Wo? Bruder, Tzatziki, Bruder. Digga, Milch? Nein, Bruder, keine Milch, so. Mann. Bruder, Tzatziki, ah, Bruder. Da. Ja, Mann. Bruder, sag das doch. Warte, wir brauchen noch, wie nennt man das, Digga? Der böse Blick. Wir kommen direkt zur nächsten Zutat und zwar Krautsalat. Krautsalat kommt auch hier rein, meine Freunde. Die Jungs dürfen auf keinen Fall sehen, was ich kaufen soll. Ja, Digga, versteck deine Sachen. So, was holen wir uns das nächste? Sehr, sehr, sehr schwierig, Alter. Ich will den leckersten Döner der Welt machen, meine Freunde. Und das ist, da muss man sich schon ein bisschen in sich gehen und dann überlegen, was für einen Döner machst du überhaupt? Ja, hallo, wo bist du, Mann? Ja, ist alles gut mit dir. Wo? Hier. Johnny. Oh. Tiefer. Ah, da bist du. So, meine Freunde, wir haben hier die nächste Zutat und zwar Rotkohl. Auch einer meiner Lieblingszutaten, meine Freunde. Darf auf jeden Fall in einem Döner nicht fehlen und vor allem nicht im leckersten Döner, meine Freunde. Und ja, dann gehen wir direkt zur nächsten Zutat. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich holen wollte. Ah, genau. Reis. Mais. Mais ist nice. Und jetzt kommen wir zu den wichtigsten Zutaten und zwar, meine Freunde, die Soßen. So. Kommst du durch? So, meine Freunde, wir sind hier gerade bei den Soßen. Das sind meine Lieblingssoßen. Knoblauchsoße und Cocktailsoße. Darf in dem Döner auch nicht fehlen, meine Freunde. Und ja, dann würde ich sagen... Mal kurz einen Check machen. So, wir machen mal kurz einen Check jetzt. Also, wir haben einmal Krautsalat. Yes. Wir haben einmal Rotkohl. Yes. Wir haben rote Zwiebeln. Yes. Wir haben 2 Tomaten. Ja. Wir haben Cocktailsoße, wir haben Knoblauchsoße, wir haben Gurken, Salatkopf und... Hast du das eingepackt? Wir haben einfach 2 Gurken. Das war's, oder? Fleisch brauchen wir noch. Aber ey, ich bin ein kleiner Fuchs.
Ist das echt Braten? Nice. Hey, was ist sonst vor? Weißt du, was wir machen? Ha. Wir gehen zum Dönerladen. Okay. Komm, Fleisch von ihm. Ich denke mal, ich bin hier soweit fertig. Und jetzt, Leute, fahre ich jetzt zum Dönermann und werde mir jetzt Fleisch holen und Brot. Und Habib, tut mir leid, wir hatten keine Regeln. Und ich will natürlich den leckersten Döner machen. Und den leckersten Döner kriegst du nur, wenn du wirklich auch Fleisch vom Dönermann holst. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ab zum Dönerladen. So, Leute, wir müssen ein paar Gewichte heben hier. Ja. Ja, komm, ja. Ja, Bruder. Nicht, Bruder, pumpen. Bisschen warm, oder? So, meine Freunde, wir befinden uns jetzt hier vor dem Dönerladen. Sehr klasse Dönerladen, Leute. Wir haben immer hier drin gedreht, wenn es um Döner ging. Und jetzt, Leute, holen wir uns Brot und Fleisch. Und schalten wir so lange einfach rüber zu Habib. Johnny, zeig mal her die Ware, zeig mal her. Wir haben jetzt die Ware. Fettes Fleisch, Alter. Der Döner wird rasiert. Der Gerät ist immer schweißfrei. Der Gerät wird niemals. Ich brauch ein bisschen Übung noch, aber das wird's. Leute, wir schalten einfach mal rüber zu Habib. Und? Dann gerade die Idee. Ein bisschen Rotkohl ist auch Killer. Den zerfleisch ich heute. Ich sag's dir, wie es ist. Fleisch ist hier drin. Hier haben wir das Brot für die Jury. Und jetzt geht's ab zur Küche. So, Leute. Da, jetzt geht's los. Wir befinden uns jetzt hier in der Küche, ihr kennt ja diesen Ort. Brauche ich euch ja nicht zu erklären. Das Einzige, was ich brauche, mein Toaster. Der steht uns heute bei, ich nenne ihn Toasty. Toasty ist heute unser Mann. Unser Mann, ey. Aber das ist das Ding kaputt noch. Also wir haben hier dreimal Brot für die Jury, meine Freunde. Fleisch. Wow, geil, Alter. Sehr lecker. Wow. Und ich werde jetzt alles hier nach und nach zubereiten. Und dann würde ich sagen, Leute, wir schalten mal einmal rüber zu Habib. So, Habib, mit was fängst du erst an? So, am Essen schneiden wir erstmal das Gemüse, ne? Was meinst du, wie lange du noch brauchst dafür? Digga, ich bin schon fertig. Gut doch. Boah, Alter. Oh! Das liegt ja schon hier. Das liegt ja schon da. Oh, ganz super. Noch ein bisschen. Kiki. Ey, oh, scheiße, Alter. So lange werde ich das Brot schon mal langsam in den Toaster schmeißen. So. So, meine Freunde, der Toaster wird gemacht. Fleisch ist auch ready. Das Brot. Das ist feinste Ware, Alter. Aber ich muss es auch schneiden. Das Brot wird jetzt warm gemacht mit dem Toasty. Das Brot ist fertig, Leute. Jetzt packen wir schon mal unsere Soßen hier. Die Soßen sind auch ready und ja, solange hier das Ganze hier am Start ist, würde ich sagen, schalten wir einmal rüber zu Habib. Das Brot ist fertig. Oh shit, ist das heiß, das ist heiß, das ist heiß, das ist heiß. Brot ist getoastet. 1, 2, 3, jetzt Bescheid und jetzt zeige ich euch jetzt anhand eines Döners, wie man den leckersten Döner der Welt zubereitet. Wir haben hier den Speziallöffel Plankton. Plankton, ja. Plankton. So, klatsch das Ding drauf und schmieren, Digga. Hier Kräutersoße und auf der anderen Seite genauso. Ein bisschen Tzatziki. Ja. Für den Mundgeruch, ganz wichtig bei einem Döner, ein Döner schmeckt erst gut, wenn du danach eine richtige Mundkeule hast. Ja. Und dann, das ist ein Döner dann. Dann kommt. Boah, sieht echt geil aus. Ja. So, ein paar Gürkchen, Tomato. Weil sonst geht das Brot kaputt. Mais, ganz wichtig, Leute. Sauerkraut. Das ist kein Sauerkraut. Ist Krautsalat. Bisschen Salat. So. Rotkohl. Schön viel Fleisch, das ist ganz wichtig. Boah, Digga. Wenn das mal kein Monster-Döner ist, Alter. Und zack. Zack. Ja, und jetzt auch den Tzatziki. Zack. So sieht doch ein mächtiger Döner aus. Habt ihr euren Döner? Das Ganze machen wir auch noch mit den anderen beiden. Und dann würde ich sagen, wir schalten rüber zu Habib. Und ich bin echt gespannt, was die Jury dazu sagt. Und ja, wir schalten rüber zu Habib. Ja, der sieht krank aus, Habib. Ich glaube, du gewinnst heute. Und das Ganze mal 4. Ja, Leute. Ich würde sagen, das Buffet ist errichtet. Und Leute, wie in der Dönerbude, wer möchte, kann sich scharf dazu tun. Lego. So, meine Freunde, hab es am Start, hab es Döner. Sieht so aus, also hat er echt sehr gut hinbekommen, Alter. Sieht aus wie ein Kuchen, Alter. Ich würde sagen, Habib, wir machen einmal jetzt Platz für die Jury. Einen fetten Applaus für die Jury! Yeah.
die Jury, meine Damen und Herren. Yeah, die Jury. Sehr geil, sehr geil. Die Jury ist am Start, meine Freunde. Muss ja mal gucken. Habib, möchtest du deinen Döner einmal demonstrieren? So, Habibs Döner jetzt einmal bitte. So, Freunde, mein Döner. Oh yeah. Ja. Aber warte, ist das jetzt für eine Person oder für drei? Das ist für drei, drei Döner. Ich bin noch reich, fertig. So. Warte, das ist ein Dokument, ich muss gerade dein Dokument durchlesen. Salat, ja, passt alles. Ich hab noch ein Special. Was denn? Ihr kennt das alle, ihr seid in der Dönerbude. Okay. Und es gibt immer einen, der mag scharf. Okay. Aber die anderen mögen kein Schaf. Okay. Was macht man da? Weiß ich nicht. Man legt da einen Becher hin mit scharfem Pulver. Boah, du bist ein Genie. Wer möchte, kann zugreifen, wer nicht, der Scheiße, nicht. Das ist echt gut gemacht. Und Salz auch. Das ist mein Döner, meine Freunde, mit Servietten und so. Daran hast du zum Beispiel nicht gedacht, mein Freund. So, und das ist einmal für den guten alten Nathan. Bang. Mein Döner wird zuerst probiert. Okay. Sollen wir schon reinhauen? Ja, haut mal rein jetzt. Also das ist jetzt, wessen Steak Döner? Meiner. Nö, nee, habe. Was sagt ihr uns? Ja, die Blätter sind sehr. Ich will noch gar nicht sagen. Aber leg mir schon mal deinen Döner mit. Okay, Jungs, okay. Okay, Jungs. Habe hat auf jeden Fall bei mir einen extra Punkt gesammelt. Dieses Chili. Genau zu den Leuten, denen das eben geklärt hat, gehöre ich. Ich brauche immer ein bisschen Chili. Ja, ein bisschen sieht auf jeden Fall anders aus. Na, da probiert schon den anderen Döner. Ich komme gleich zum Fazit, meine Freunde. Meine Soße, oder? Erstmal Werbung. Check den Merch ab, check den Merch ab. Habt ihr schon eine Fazit geschlossen? Ja, das hier. Echt jetzt? Okay, Nathan ist sich eindeutig. Was mit dir? Definitiv. Hast du auch schon eindeutig? Ja. Okay. Bruder, Marie. Nathan. Also ich sag euch ehrlich. Ey, das zählt nicht. Aber das zählt echt nicht. Bei mir bleibt sowas nicht, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Okay, los. Ich sag euch ehrlich. Ich fand, Sekos Döner hat wirklich besser geschmeckt. Ja! Sekos Döner war wirklich besser. Deine Art war saures. Ja, meine Freunde. Ja. Wer hat für dich gewonnen? Meiner Meinung? Ja. Habe echt jetzt? Ja. Fuck. Westside, ihr wisst Bescheid. Wesh, Grüße gehen raus an Michel. Peace. Boah, krass, scheiße, Leute, das geht jetzt alles an. Ali. Also mir ist das auch wirklich schwer gefallen. Mhm. Ich habe erstmal mit Sekos Döner angefangen. Mhm. Da habe ich aber wirklich beachtet, so wirklich Kleinigkeiten, weißt du? Weil ein Döner, Bruder, du musst auf jede Kleinigkeit achten, ja, weißt du? Richtig, ja. Bruder, womit du mein Herz erobert hast, war einfach dieses Mais, Bruder. Nein! Bruder, dieses Mais. Oh, und Bruder, diese Beilage. Und Bruder, du hast auch viel mehr Soße reingehauen. Bruder. Bei einem Döner muss, Bruder, dieses Fleisch ist nur trocken. Ganz genau. Deswegen, Bruder, ich bitte um Beiruhe. Der Sieg geht an Team Bobbel. Lass mal gucken, wenn es dir wurde. Ja, Leute, ich möchte mich erstmal an dieser Stelle bei meiner Lehrerin bedanken. Ui. Sie hat mir damals sehr weitergeholfen. Das Einzige, was ich sagen kann, das war nur ein Sieg von vier. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Habe. Das nächste Mal werde ich safe wieder gewinnen. 100%, Alter, werde ich mir wieder ordentlich Mühe geben. Ich habe dich heute gewinnen lassen, Digga. Ist sehr klar. Auf jeden Fall, Leute, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Der leckerste der Welt. Und da machen wir das. Und blenden sogar euren Kommentar dann bei der nächsten Folge ein. Also ballert die Kommentare voll, was wir als nächstes machen sollen. Ansonsten, Leute, würde ich sagen, gebt einen Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Hier könnt ihr nochmal das letzte Video abchecken. Das war ein Prank, da habe ich mich geprankt. Und hier kommt ihr noch zum anderen Video. Hier könnt ihr abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würden wir sagen, folgt Johnny auf Instagram, meine Freunde. Folgt Akka auf Instagram, folgt Nathan auf Instagram, folgt Ali auf Instagram. Folgt mir auf Snapchat. Und folgt mir auf jeden Fall noch auf Instagram. Und dann würden wir sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Okay, Johnny hat schon getan. Ich hab dir auch einen Döner gemacht. Ey, korrekt, Alter.